vorbei. Das ist die Spinnenlunde. Abfahrt. Andy! Was geht? Na, warte mal. Treten! Auf zu treten! Du möchtest etwas gegen die HLA-Geldmünzen eintauschen? Habe ich recht? Ich habe hier noch 7 wertvolle Dinge. Wenn du genügend Geldmünzen hast, kannst du sie alle haben. Dankeschön. Ich frage mich gerade, was ich mit restlichen HLA-Geldmünzen mache, aber egal. So gut. So ein Zufall, dass du auch hier bist. Ich nehme gerade Burger zu mir. Willst du auch welchen? Für mich nicht. Magst du keine Burger? Unter dem Aspekten Geschmack, Nährwert und Preis-Leistungs-Verhältnis sind Burger die am höchsten bewerteten Lebensmittel in der modernen Welt. Probier doch mal. Andy ist die Meisterin des Burgers. Ich bevorzuge einfach Burger. Du führst mit Andy eine Diskussion über Burger. Sie scheint ziemlich viel von dem Essen zu halten. Eigentlich ist sie auch ganz cute, ne? Naja. Bürgereinnahme abgeschlossen. Wenn du erlaubst, muss ich mich jetzt um etwas Wichtiges kümmern. Und das wäre? Ein wichtiger Auftrag, den mir Nicole zugewiesen hat. Da wir gerade davon sprechen, ich habe eine Frage an dich. Wie steht es um die finanzielle Lage der Videothek? Könnte besser sein, wir bekommen gerade so die Kosten gedeckt. Ein bisschen Profit, ein bisschen flexen. Ha. Man kann also doch mit einem Laden Geld verdienen. Er scheint, als wäre Andy tief in Gedanken versunken. Was ist Andys Plan? Dann kommen sie ran. I've been going over last month's accounts for the Cunning Hairs. It's better than before, but we're still in the red. Hat Nicole nicht immer davon gesprochen, dass sie die Ausgaben reduzieren will? Habt ihr jemals Gewinn gemacht? Just out of curiosity, have you ever not been in debt? Of course we have. Because everyone forgot to keep track of expenses that month. Ist das wirklich in Ordnung für euch? Are you really okay? You won't be living on the street because of your debts, right? It's fine. Our current landlord is a kind person. Even if we owe money, we won't get kicked out. So we're not going to end up living on the streets. And if we really didn't have anywhere to go, we'd still have each other. So things would work out. Thanks for worrying about us, though. Contact me if there's anything I can do to help you. Hoffentlich wird das Defizit im nächsten Monat etwas geringer sein. Okay. Den Auftrag. Welchen scheiß Auftrag? Hä? Die Geschehnisse vielleicht, okay, aber nicht den Auftrag. By the way, wo ich mich richtig sehe, ist, kann man sie sehen, da hinten. Bei der sehe ich mich. Oder halt, wenn wir nach Charaktern gehen. I shall follow. I only hand handmade Rena at your service. Well. Ich habe einen gewissen Knacks für Frauen, die einen Schuss weg haben. I'm sorry. Zugegeben, sie hat auch was, aber... Ihre Besessenheit von Maschinen ist leider... schwierig. Ich stehe voll auf dich, Psycho.
Ha. Hast mich ja mit langen Haaren kennengelernt. Oh ja. Brr. Da warst du noch sexy. Nein, alles gut. Yo, Bill. Weiß, du bist zurück. Wie lief es? Hast du Envy getroffen? Erzählst Bill von dem Gespräch mit Envy. Ja, gut. Genau wie erwartet. Es war keine große Sache. Jeden Monat im Minus zu sein, ist keine große Sache. Für normale Menschen vielleicht schon, aber für Nicole... Hat Envy nicht gesagt, dass sie der Vermieter nicht rausschmeißen würde, selbst wenn sie die Miete nicht zahlen kann? Nicole schuldet uns eine Menge. Und wir können nichts tun. Irgendwie zieht Nicole immer Schuldner an, die nichts unternehmen können. Sind wir vielleicht alle sorgfältig ausgewählte Opfer von Nicole? Ich kann es nicht glauben, verdammt nochmal. Vielleicht liegt es auch daran, dass es auf der Welt so viele gutherzige Menschen gibt. Warum hört sich diese offensichtlich positive Aussage so traurig an? Egal. Die Tatsache, dass Cunninghams keine neuen Schwierigkeiten hat, ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Zumindest steigen Nicoles Schulden für die Weile nicht weiter an. I wouldn't bet on that. Du kannst im Menü Kontaktagenten einladen. Das Abschließen einer Einladung erhöht das Vertrauen erheblich. Kontinuierliche Einladungen sorgen dafür, dass die Agenten häufiger auf den Straßen erscheinen. Wenn das Vertrauen eines Agenten ein bestimmtes Niveau erreicht, wird ein Hochstufungsauftrag ausgelöst. Nach Abschluss des Hochstufungsauftrags erhältst du zusätzliche Belohnungen. I see. Ich glaube, Bell hat gesagt, dass ich zu ihr kommen soll, sobald ich etwas Zeit habe. Plant sie irgendein Familienereignis? Also ich habe heute irgendwie frei. Ich gehe zurück und frage sie, was los ist. Einen Scheißdreck habe ich frei! Das ist ein toller Laden. Es gibt so viele Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Ich hätte früher herkommen sollen. Wunderliches Mädchen. Ich habe vor, auf einer belebten Geschäftsstraße ein Haus der Mysterien zu öffnen. Dafür muss ich noch Inspiration sammeln. Deswegen möchte ich ein paar Fantasy-Filme. Je absurder, desto besser. Erzählt wird die Geschichte eines exzentrischen Angestellten bei einer moralisch verkommenen Firma namens Olympus. Da er nie pünktlich Feierabend machen kann, beschließt er, Widerstand zu leisten und zieht in den Kampf gegen Gottheiten wie Athena, Göttin der Teambildung, Ares, Überstunden- und Gesundheitsfanatiker oder dem Hermes der nächtlichen Sitzungen. Wow! Das große Ziel des Kampfes ist natürlich ein pünktlicher Feierabend. Alter! What the fuck? Bescheuerter kann es nicht sein. Nee, überhaupt nicht. Warte mal, was haben wir noch so für Fantasy-Filme? Ah, warte mal, ich kann Filter einsetzen. Filter. Der unerwartete Besuch von Lebewesen aus dem All bringt nicht den erwarteten Konflikt mit sich. Die Aliens bewegen sich verlangsamt und scheinen kognitiv zurückgeblieben. Dr. Samier, der mit ihrer Erforschung beauftragt ist, findet heraus, dass sie über eine besondere Fähigkeit verfügen. Die der Berührung. Wenn sie ein Ding berührt haben, können sie einfach dessen Gestalt annehmen und sich in es verwandeln. Das Forscherteam unter Dr. Samiers Leitung führt eine neue Forschungsmethode ein und versucht, die Lebensformen aus dem All in Werkzeuge oder gar Ressourcen zu verwandeln, die Menschheit kontrollieren kann. Was das Forschungsteam nicht weiß, ist, dass das erste Zielobjekt, mit dem die Aliens auf diesem Planeten in Berührung kamen, Dr. Samier selbst war. Dem Film wurde zwar nicht das Supreme-Label verpasst, aber man nannte ihn einen Fantasy-Film, den nur sehr wenige beim ersten Sehen verstehen. Wenn die Identität des vermeintlichen Doktors enthüllt wird, weicht der Horror der Zuschauerinnen und Zuschauer von den Aliens allmählich der Frage, gab es etwa von Anfang an gar keine Menschen? Das ist ja auch herrlich. Oh wow, das ist auch nur eine Stufe 1 Fantasy, also von daher Abfahrt. Die Filmbeschreibung klingt recht interessant. Das sollte dem Haus der Mysterien Atmosphäre verleihen. Haus der Mysterien? Ach, das ist nur ein vorläufiger Name.
Eigentlich wollte ich ein Spukhaus öffnen, aber ich wollte den Leuten auch nicht zu viel Angst einjagen. Am Ende ist es ein nicht gruseliges Spukhaus geworden. Aber wie soll man ohne Geister Kunden anlocken? Natürlich mit mannigfaltigen, wilden und eindringlichen Ideen. Ich möchte das Haus der Mysterien in ein Häuschen voller fantastischer Schwingungen verwandeln und kleine niedliche Tiere daran unterbringen. Am besten mit solchen, die in der Stadt selten sind. Ach ja, ich sollte dabei auch gleich auf fantastischen Tierchen in diesem Film achten. Vielleicht werden sie mich ein wenig inspirieren. Es gibt keine, obwohl vielleicht ja doch. Vielleicht hat er ja so einen Begleiter, der ihm hilft. Sowas wie Navi bei Legend of Zelda. Oder eine Paimon bei Genshin Impact. Oder eine Midna bei Zelda Twilight Princess. Oder ein Geist wie bei Destiny 2? Destiny? Ja. Boah, jetzt muss ich überlegen. Ja gut, eine Fairy bei Zenless on Zero? Diverse weitere Begleiter einfügen, ganz einfach. Werkbank. Archive. Ich verstehe. I've been going over last month's accounts for the Cunning Harris. It's better. Ich verstehe, okay. I was under the impression Nicole is always talking about reducing expenses. Yes. She says she wants to cut back on expenses, and she's very disciplined. Since she's mentioned it, she won't stop talking about it. Was sind bei denen, um das Geschäft in Schwung zu bringen? Do you need some advice on how to improve your business? Seems like you could really use the help. It's okay. I trust Nicole. Under her management, the Cunning Hairs are going to turn a profit one day. The darkest hour is just before the dawn. That's what I think, anyway. Thanks for worrying about us, though. Contact me if there's anything I can do to help you. I see. Achso, ich muss die Agenten besitzen für so einen Spaß. Ja, okay. Klassischer Four-Star-Move. Na gut. Jo, Bell. Wo hab ich sie hingetan? Was hast du, große Hilfe? Ah, da bist du ja, Weiss. Ich suche die leere Videokassette, die ich letztens gekauft habe. Du hast mir damals gesagt, dass ich sie ordentlich wegräumen soll, aber ich weiß nicht mehr, wo ich sie hingetan habe. Wow. Hast du sie auch noch nicht gefunden? An diesen beiden Tagen war ich damit beschäftigt, die neuen Produkte in die Regale zu stellen. Wie auch immer, bitte hilf mir bei der Suche, wenn du Zeit hast. Ah, okay. Abbrechen. Ja, dann lassen wir das. immersiver Modus. Vor dem bleiben wir jetzt erstmal stehen. So. Stattdessen,
Kontaktieren wir doch einfach mal. Entschuldigung. Na komm, warum nicht? Also es gibt Schiff. Ich habe gerade Feierabend. Inspektion. Du willst einfach nur irgendwo spielen gehen, oder? Naja. Augen eines Falken, ja, let's go. Ich bitte einfach bei meinem Namen und hör auf, so komisch zu reden. Dann habe ich vielleicht mit die, Zeit, mit dir auszugehen. Gut, dann muss ich hingehen. Wie wär's mit 4-4 Error? Bitte für nur in der Platz. Was ist 4-4 Error? Haben dort denn nicht erst kürzlich einige Veranstaltungen stattgefunden? Ja, yep, eine ziemlich berühmte Band tritt da auf. Na, ja, es findet gerade ein Musikfestival statt. Das ist eine Veranstaltung, in der sich alle verkleiden. Es hört sich nach einer Menge Leute an. Ah. Ganz genau. Du bist wohl kein Freund von überfüllten Orten, oder? Ich denke schon, du bist wohl nicht so ein kein Freund von so großen. Nein, ich wollte auch gehen. Sag mal, was denkst du eigentlich, was für ein Mensch ich bin? Na, Ich tue bitte ein Uhrzeit fest. Ich will mehr von Benny. Faven ruft nach Ben Bigger. Bin schon da. Wer spricht? Hier spricht Ben Bigger. Faven, so rede doch bitte. Handelt es sich bei dir um einen Notfall? Kann ich dir irgendwie helfen? Das technische Rettungsteam ist in Bereitschaft. Ach Menno, mein einziger Notfall ist, dich wiedersehen zu wollen. Eigentlich sind Dent und die Präsidenten für die Pflege unserer Kundenbeziehungen verantwortlich. Das ist belastend. Du bist aber kein gewöhnlicher Kunde, Herr Proxy. Also, wohin soll es mit uns beiden heute gehen? Wollen wir uns bei Elfis Musikladen eine CD anhören gehen? Ich finde die Musikladen eigentlich ganz cool. Der Gadget Shop hat eine neue Fuhre an Überraschungsboxen. Ich glaube, Musikladen klingt ganz geil. Ehrlich gesagt bin ich am Wochenende oft beim Bardic Needle. Letztes Mal habe ich bei Fräulein Elfie eine Schallplatte bestellt, die ziemlich schwer zu bekommen ist. Ja, guck mal. Hätte ich früher gewusst, dass du zu ihr gehen wollen würdest, dann hätte ich dich gefragt, ob du mich begleiten würdest, Herr Proxy. Ich würde mir gerne nochmal deine Playlist ansehen, Elfies Playlist ansehen. Ich freue mich schon sehr auf dich, Herr Proxy. Wenn ich auf der 6th Street bin, warte auf mein Klopfzeichen an der Videothek.
Ach so. Es sind maximal 2 Einladungen. Okay, cool. Dann würde ich sagen. Machen wir tatsächlich Schicht in der Stelle. Das ist eine Vorbereitung für den nächsten Stream. Belastend, aber ist halt so. Weil ich muss langsam tatsächlich auf. Weil es spät wird. Belastend, ich weiß. Aber hey. Es ist nicht so, dass es irgendwie irgendjemandem großartig wehtun würde. Nicht wahr? Und mit dieser Helmetäuschung, dass wir jetzt auch plötzlich unsere Charaktere daten können. Zurück ins Zelt. Peace. Gute Nacht gerne mal an der Stelle. Du bist nämlich der Einzige, der noch übrig geblieben ist. Belastend.